So, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich die Kamera mal einschalte, dass ihr verfolgen könnt, was hier passiert. Hier ist die Flott TB10, darum geht es heute. Ich habe schon einiges gemacht, einiges zerlegt, aber das bringt nichts, das im Video zu zeigen, wie ich die auseinanderschraube. Wir gucken uns jetzt mal die Maschine insgesamt an und gehen mal auf die wichtigsten Sachen ein, die man ja beachten sollte, beachten kann, wenn man so eine Maschine auf Vordermann bringt. So, grundsätzlich geht es in dem Video erstmal um die zwei wichtigsten Bereiche. Das ist natürlich einerseits die Elektrik, hier haben wir den Motor und das ganze Zubehör, da gehe ich gleich drauf ein. Und natürlich dann eben hier die Stufenscheiben, die komplette Mechanik, hier die Pinole mit der Spindel, die ganzen Lagerungen und so weiter, wie das alles zusammenhängt und was man da machen kann und wie ich das mache. Das ist jetzt also keine Anleitung, die für alle gültig ist, sondern das ist jetzt mein Konzept, wie ich da rangehe, was mit Sicherheit dem einen oder anderen auch helfen kann. Hier sitzt normalerweise die Tiefenskala, die kommt da später wieder hin. Und das wird natürlich jetzt erstmal alles abgebaut, dass man da besser rankommt. Und bei sowas ist einfach immer sinnvoll, irgendeine alte Dose, wo man die ganzen Zubehörteile erstmal reinlegt. Und ich mache auch einfach zwischendurch immer mal ein paar Fotos, einfach als Dokumentation, weil man kann sich nicht jede Schraube merken. Das ist dann also sinnvoll, wenn man da ein bisschen sich auf die Fotos dann berufen kann. So, diese Einzelteile, die werden einfach jetzt alle gesäubert. Grundsätzlich noch ein kleiner Tipp zum Reinigen. Manchmal ist es so, dass man solche Schichten hier mit dem Reiniger überhaupt nicht abbekommt. Da tut sich einfach gar nichts. Und ich versuche es immer erstmal grundsätzlich mit Wasser und einfach ein bisschen Seife bzw. Spülmittel. Irgendwas, was leicht fettlöslich ist. Und es ist tatsächlich so, dass man in der Regel das meiste damit schon abkriegt, ohne da mit einem scharfen Reiniger dran zu gehen. Das ist jetzt hier in dem Fall auch so. Also der Reiniger, der hat hier überhaupt nichts gemacht. Auch nicht nach Einwirkzeit, aber mit dem Wasser und der Seife geht das hier wirklich nahezu problemlos ab. So, die grobe Reinigung ist fertig und jetzt habe ich einfach hier alle Innenflächen einfach nochmal mit ein bisschen Öl eingesprüht und leicht verrieben, dass ich eine minimale deckende Schicht habe zum Korrosionsschutz. Und im Idealfall wird sowas natürlich einfach auch sandgestrahlt und neu lackiert, aber da habe ich jetzt im Moment einfach nicht die Möglichkeiten. Das kann ich irgendwann mal machen. Wichtig ist, dass wir erstmal eine Grundreinigung gemacht haben. Nutzen. Jetzt habe ich einfach ein bisschen eingeölt mit 400er Schleifpapier, grob abgezogen und jetzt wird es noch ein bisschen geölt. Einfach nur die Oberfläche ein bisschen ölen. Korrosionsschutz und natürlich auch Gleitfähigkeit für den Zwischentisch. Und dann ist das Thema vorerst erledigt. Kann sich auf jeden Fall so sehen lassen. So, soweit so gut. Grundreinigung, wie gesagt, es geht jetzt heute erstmal nur um die technische Seite, dass die Elektrik und die Mechanik funktioniert. Schön machen kann man das später immer noch. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Elektrik an. Ja, ohne Motor geht natürlich nichts. Das ist jetzt der Drehstrommotor. Das Problem ist, der hat mal irgendwann einen auf den Deckel gekriegt. Man sieht das auch hier, das ist die Abdeckung. Die sitzt also normalerweise so, da ist die Zuleitung und dann ist irgendwann von hinten mal irgendwas dagegen gefahren oder die Maschine ist irgendwo gegen gefahren. Und jetzt ist hier auch alles verbogen und das hier ist ja normalerweise ein Stück, wo 6 Pins drauf sind, also für die 3 Phasen und dann eben hier oben die Brücke. Das wird wahrscheinlich irgendwie Bakelit sein oder so, hier wie das früher bei den Lichtschaltern und Steckdosen auch war. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich da vielleicht irgendwann mal den ganzen Motor austausche. Das ist einfacher als dieses Gefriemel jetzt. Hier haben sie die Brücke einfach mit der Lüsterklemme gemacht. Ist auch nicht so die feine Lösung, könnte man besser machen. Da muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Status. Wollte ich einfach nur erklären, warum der so aussieht. Aber wir kommen jetzt natürlich noch zum weiteren Bereich von der Elektrik, was halt eben auch wichtig ist. Die Elektriker unter euch werden es sofort erkennen. Hier haben wir also den PE und der ist gebrückt auf die Null, also auf den Neutralleiter. Das war früher natürlich alles kein Thema. Da gab es noch kein FI oder so oder zumindest nicht in dem Ausmaß wie heute und da konnte man das auch problemlos einfach brücken. Und das ist jetzt hier eben der Fall. Würde ich das jetzt so einstecken, würde mir hier sofort der FI kommen. Jetzt nicht unbedingt bei dem Motor, weil der hatte erstmal keinen Neutralleiter, aber die Maschine hat ja auch noch eine Lampe und da ist auch alles gebrückt, also PE und Neutralleiter und da wäre mir immer der FI gekommen. Also das Video hier soll ja jetzt zeigen, wie ihr so eine Maschine auch vorfinden könnt und das kann auch sein, wenn ihr so eine kauft, dass das auch gebrückt ist und wenn ihr die dann einsteckt und der FI kommt ständig, dann kann das halt einfach auch schon diese Ursache sein. Das heißt, das wird alles neu gemacht.
Man sieht auch hier die klassische Farbe. Früher war der PE oder ja, der Schutzleiter halt eben oft rot. Bei den alten Stegleitungen in den Häusern war das auch oft der Fall. Und das gleiche hier bei dem Schalter für die Lampe. Das ist übrigens auch sehr interessant, was das für eine krasse Mechanik hier noch ist. Da schaltet man also die Lampe mit ein. Und auch hier alles rot, grau, blau. Das wird also definitiv neu verdrahtet. Es soll jetzt einfach nur der Hinweis sein, wie man sowas vorfinden kann. Und wenn ich einmal dran bin und habe die Maschine komplett offen, dann mache ich natürlich das hier auch wirklich alles neu. Ja, Hinweis natürlich, Elektrik ist gefährlich. Das macht bitte ihr nicht selbst, sondern euer Elektriker. Das muss ich jetzt einfach darauf hinweisen. Aber das wisst ihr ja. So, das war das Thema Elektrik. Dazu aber im weiteren Video mehr. Das machen wir heute nicht. Jetzt geht es erstmal um die Mechanik. Man sieht jetzt hier, ich habe hier schon ein neues Schnellspannfutter. Das ist ein B16-Futter, 3 bis 16 mm. Und das leitet uns über zum nächsten Thema, und zwar Pinole und Spindel. Das haben wir hier. Also wir haben hier die Pinole, die dann auf und ab fährt, und da drin läuft eben die Spindel. Und genau hier sitzt eben das Bohrfutter drauf, und das ist eben diese B16-Aufnahme. Ich habe gesehen, es gibt die TB10, also die Flott-Bohrmaschine selbst, anscheinend auch mit einem MK2. Das hier ist jetzt in dem Fall aber B16. Ich weiß nicht, wo da genau die Unterschiede sind, ob das modellabhängig ist oder ob das bei den anderen Maschinen, wo ich das gesehen habe, nachgerüstet wurde. Das weiß ich nicht. In dem Fall habe ich eben B16. Und jetzt geht es nochmal grundsätzlich um die Lager. Man sieht ja jetzt hier schon, die hängen hier so lose rum. Man hört ja immer wieder, wenn man so eine Maschine kauft, Lager tauschen zuerst mal. Es klingt immer alles romantisch und ganz toll, aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Das zeige ich jetzt mal kurz, warum. Wenn ich die Spindel hier mal rausziehe, dann sieht man jetzt, habe ich hier oben einfach nur ein einzelnes Lager. Das ist aber nur der Käfig. Also da ist jetzt kein Gehäuse drum, wie man das so kennt, weil in dem Fall ist es so, dass die Führung hier oben schon drin sitzt. Und zwar ist es offensichtlich so, dass hier oben die Buchse eingepresst wurde. Also das ist eine Übermaßpassung. Früher nannte man das Presspassung. Das ist also so fest da drin, dass man das nicht ohne weiteres rausbekommt. Und ich habe jetzt auch keinen geeigneten Abzieher oder eine Möglichkeit, das da rauszuholen. Das heißt für mich, dieses Lager bleibt vorerst da drin, weil grundsätzlich klingt das noch ganz gut, läuft auch noch ruhig, und wenn die Maschine später spielfrei läuft, muss ich auch die Lager nicht tauschen. Die können dann erstmal so bleiben. Das ist also jetzt kein Zwang, wenn man so eine Maschine sich holt, dass man erstmal die Lager tauscht. Das wird immer so als goldene Regel hingestellt, ist aber natürlich Blödsinn. Wenn das alles noch vernünftig läuft und ich hinterher spielfrei damit arbeiten kann, können die Lager da drin bleiben. Und wichtig ist natürlich, dass man, wenn man das alles ausgebaut hat, erstmal das grob reinigt. Also hier waren überall Rost, Flugroststellen, das war alles ziemlich verdreckt. Natürlich war das alte Maschinenfett auch noch da drin, also das war ziemlich zugekniest alles. Das ist komplett gereinigt, in dem Fall habe ich das einfach wirklich mit Essig gemacht. Und ja, mit Reiniger, das hat auch funktioniert, also das kann man durchaus so lassen. Das muss jetzt nicht auf Hochglanz poliert werden. Und wichtig ist natürlich, dass das jetzt auch wieder geschmiert wird, weil diese Lager, die brauchen natürlich eine Schmierung. Und das macht man jetzt nicht mit irgendeinem Haushaltsöl oder so, sondern dann hat man ein richtiges, vernünftiges Maschinenfett für, Lagerfett. Das zeige ich jetzt mal eben. Hier, so sieht es aus. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieses blaue, schmierige Zeug. Und das ist halt eben für höchste Belastung wirklich ein beständiges Zeug. Das verlinke ich auch mal unten. Und die verlinke ich auch mal unten, weil die dafür perfekt ist, wenn man jetzt solche Stellen hat hier. Wenn man dieses Lager zum Beispiel schmieren will hier unten, dann ist das mit so einer Pistole einfach ideal, weil ich kann das hier schön mit der Spitze genau reindrücken und reindosieren. Das ist 100-mal besser, als wenn ich mir da jetzt mit dem Pinsel irgendwie alles außenrum voll schmiere und komme aber gar nicht in das Lager rein. Also hier sieht man, mit der Spitze kann ich hier wirklich schön das genau, punktgenau ins Lager reinsetzen. So, jetzt nur mal als Beispiel, das muss natürlich noch ein bisschen mehr sein. Und dann hat das hier seinen schönen Sitz und dann ist das ordentlich mit Lagerfett geschmiert. Und das ist interessant, man hört das tatsächlich auch sofort. Also es ist sofort wirklich die Reibungsgeräusche, die sind halt sofort verschwunden und dann läuft das Ganze sofort halt auch geschmeidiger. So, das wird jetzt so gemacht. Wie gesagt, das ist unten mal verlinkt. Nehmt da wirklich was Vernünftiges, nicht irgendein Mistzeug, das bringt euch nicht weiter, das tut der Maschine auch nicht gut. Das hier muss nicht unbedingt sein, aber ich finde das extrem praktisch. Habe ich irgendwann mal beim Philipp Konta gesehen, da habe ich mir gedacht, brauche ich auch. Habe ich gekauft und funktioniert wirklich gut. Hier kommt dann noch dieser Ring oben drauf, das wird dann also nochmal verschraubt. Ich könnte das jetzt theoretisch auch hier
so runterschrauben. Das wäre in dem Fall sogar ja, die sauberere Lösung, als es jetzt reinzuprügeln. Das werde ich wahrscheinlich auch machen und dann können wir das gleich einbauen. So, eine Kleinigkeit will ich gerade noch kurz zeigen. Man sieht jetzt hier, ist eine kleine Vertiefung, ein kleines Loch. Das gleiche ist auf der anderen Seite und für solche Ringe gibt es sogenannte Hakenschlüssel oder ich nenne die jetzt mal so. Die gibt es zum Beispiel auch für die Fräsmaschine, da löst man die Spannhülsenringe mit. Also die haken sich hier ein und dann kann man das schön drehen. Das wäre jetzt ideal. Ich habe jetzt leider in der Größe keinen passenden da. Von daher kann man dann auch mal solche Sachen machen. Das ist jetzt eine Zange mit vorne einfach ein bisschen Schlauch drauf als Isolierung, damit man sich das hier nicht alles vermackt. Das funktioniert also grundsätzlich auch, das kann man jetzt auch mal machen, das so draufdrehen. Und wenn man auch solche Zangen jetzt nicht hat, keine passenden, dann kann man halt auch einfach mal eine Rohrzange nehmen. Ich sag mal, der Schlosser muss sich halt zu helfen wissen. Das ist nicht immer alles nach Lehrbuch, aber so sieht es nun mal in der Praxis aus. Da bricht sich jetzt auch keiner was ab. Wenn hier mal eine kleine Macke außen dran wäre, wäre das nicht schlimm, weil das hat ja mit dem eigentlichen Lager nichts zu tun. So, wichtig natürlich vorher fetten. Das hatte ich ja schon erwähnt. Das sind jetzt noch weitere Teile, da kommen wir gleich noch zu. Das ist jetzt einfach ganz normaler, gewöhnlicher Haushaltsessig. Also Essigessenz und Apfelessig. Habe ich noch Reste gehabt, die habe ich einfach gemischt. Einfach nur, um das ein bisschen zu entrosten. Und das hat jetzt über Nacht gewirkt. Und jetzt sieht man hier, ist noch die Rostschicht drauf. Und ich kann die jetzt tatsächlich so mit dem Finger schon wegschieben. Also man muss da nicht unbedingt immer einen Rostlöser kaufen. Man kann auch einfach wirklich mit Essig arbeiten. Wichtig ist, dass es ja, seine Zeit bekommt, dass es auch wirken kann. Also man sieht das hier ganz deutlich. Das funktioniert wirklich sehr gut. Teilweise sogar besser als so mancher völlig überteuerter Rostentferner. Und wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, da ist nichts mehr an Rost. So, und das einfach nur mit einem ganz normalen Hausmittelchen. Hier dieser kleine Block von der Führung. Da blende ich jetzt mal ein Foto ein, wie der vorher ausgesehen hat. Und jetzt nach dem Ziehen im Essig sieht man schon, das verrichtet also wirklich gut seine Arbeit. So, hier sieht man das ganze Teil jetzt nochmal gebürstet und geölt. Und ich denke mal, da kann man sich nicht beschweren. Das ist jetzt das Oberteil von der Spindel, also die obere Lagerung. Und hier habt ihr auch gesehen, da sind die Lager noch drauf. Das habe ich so komplett einfach, wie es ist, gereinigt, weil ich hier wieder das gleiche Problem habe. Ich habe keinen passenden Abzieher, um die Ringe zu entfernen. Das ist alles aufgepresst. Und bevor ich da jetzt irgendwas komplett zerstöre, habe ich das lieber in einem Stück gereinigt. Das kann man jetzt also so fallen lassen und dann sitzt das schön stabil oben drin. Das ist also die obere Lagerung von der Pinole. Und jetzt wird die Pinole mit der Spindel von unten reingeschoben. So, und so wirkt das Ganze dann zusammen. Hier haben wir die Führungsnut und da sitzt gleich noch der Bolzen drin. Muss ich mal gucken, ob ich den gerade zur Hand habe. Aber den kann man auch später reinmachen. So, hier sehe ich jetzt, das ist noch ein bisschen knapp, weil ich was vergessen habe. Und zwar den Anschlagring. Das ist einfach ein Kunststoffring. Der sitzt noch hier unten drauf. So. Und dann sollte das passen. Deswegen habe ich gesagt, macht euch immer Fotos, dass ihr beim Zusammenbauen auch einfach seht, wie was wohin gehört. Das habe ich in dem Fall auch gemacht und das ist einfach sinnvoll. So, jetzt passt das alles. Die Pinole kann also hoch und runter, ohne dass sie hängt. Und jetzt kommt hier oben, weil wir haben ja später den Mechanismus mit dem Hebel, der natürlich noch da drin sitzt. Und dafür haben wir jetzt hier oben diese Feder. Ich musste mal kurz unterbrechen. Ich muss mir das jetzt hier mal eben unterbauen, dass die Spindel nicht ständig runterfliegt. Und jetzt kann ich hier oben den Stift reinsetzen. Also das ist jetzt hier nur ein einarmiger, aber ich finde, das ist absolut praktisch, weil man dreht quasi die Hand um diesen Knauf rum. Das gefällt mir also allemal besser als irgendwelche Knight Rider Lenkräder hier an der Seite. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. So, die Kamera hat vorhin nicht ganz gestimmt. Hier sieht man das jetzt nochmal mit der Rückholfeder. Da oben sitzt dieser kleine Stift. Und so funktioniert halt eben die Rückholung von der Pinole. Bevor wir jetzt weitermachen, bevor da jetzt
dieses erste Stufenrad draufkommt, kommt erstmal der Deckel wieder drauf, beziehungsweise das Untergestell vom Deckel, weil sonst muss ich das nämlich später wieder alles abschrauben. Das habe ich jetzt mal ein bisschen sauber gemacht. Und auch hier nehme ich jetzt ja neue nicht, aber andere Unterlegscheiben und auch andere Schrauben, weil das ist das Original. Die sind also sowas von vergammelt und das ist Schwachsinn, die sauber zu machen. Dann nimmt man halt, wenn das Normteile sind, nimmt man halt einfach neue. Das sind jetzt Edelstahlschrauben. Kommen jetzt zwei schöne Scheiben drauf. So, festziehen kann ich die später. Es geht nur darum, dass ich jetzt, wenn das Rad hier drauf sitzt, komme ich da nicht mehr so gut dran. Und das ist jetzt einfach nur eine Vorbereitung. Und wenn wir uns jetzt mal das Stufenrad angucken, das hat hier auch zwei Nuten. Und das ist für zwei Passfedern. Wenn das dann gleich so da drauf sitzt, dass ich das einfach nicht verdrehen kann. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den Hebel und die Tiefeneinstellung und so weiter, dass wir die Spindel mal vernünftig benutzen können. Hier haben wir jetzt erstmal den Bolzen, der ist für den Tiefenanschlag, der sitzt hier und der wird von hinten einfach nur verschraubt. Das greift also jetzt hier rein und dann kann man hiermit eben den Tiefenanschlag einstellen. Das baumelt ansonsten einfach nur so hier rum und wenn man das dann feststellt, dann kann man sich das eben einstellen und hier schlägt es dann einfach nur an, das ist das ganze Geheimnis. Wenn wir jetzt die Pinole nochmal runterdrücken, sehen wir hier diese Führungsnut und dafür haben wir jetzt hier diesen kleinen Bolzen und der greift halt eben genau in diese Nut und der sitzt jetzt hier. Den schieben wir also einfach nur so locker bis Anschlag da rein, dass der leicht führt. Der wird also jetzt selber nicht festgeschraubt, sondern das passiert jetzt hier mit diesem kleinen Gewindestift vorne mit Nase. Der sitzt also jetzt hier auf voller Tiefe drin und dann kann man den damit arretieren. So, und der ist jetzt halt eben so einzustellen, dass hier keine Reibung entsteht, dass da eben nichts hängt oder hakt. So, jetzt haben wir das ganze Ding mal umgedreht und was wir jetzt hier sehen, ist dieser Schlitz. Und der ist ja im Prinzip selbsterklärend. Ich kann also jetzt hier diese vordere Buchse, die Aufnahme, kann ich jetzt quasi auf Spannung bringen, dass die Pinole hier sauber spielfrei läuft, ohne dass sie halt eben wackelt. So, dazu gibt es jetzt dann hier nochmal einen Gewindestift, der hat ebenfalls vorne eine Nase. Der sitzt jetzt erstmal hier. Und was macht er jetzt? Der sorgt jetzt dafür, dass dieser Abstand von dem Schlitz halt eben gleichbleibend stabil bleibt. Grundsätzlich wird das festgezogen hier mit dieser Inbusschraube. Damit ziehe ich das quasi zusammen und dann stelle ich das so lange ein, bis das noch frei läuft. Also immer ein Stück nachziehen. Jetzt läuft die Pinole noch frei. Jetzt an der Stelle auch noch. Und jetzt merke ich schon, es wird der Widerstand etwas höher hier. Das heißt, muss ich diesen Gewindestift wieder etwas rausdrehen, weil der schon komplett auf Spannung ist. Drehe ich also wieder etwas zurück und stelle hier wieder nach. So, und jetzt merke ich schon, jetzt an dem Punkt bleibt die Pinole hängen. Das heißt, ich habe jetzt schon zu viel Spannung. So, das heißt, minimal wieder lösen, so dass die frei läuft, sauber, ohne dass die hakt. Nehmen wir noch ein bisschen raus. Und wenn ich den jetzt hier festziehe, wird das Spiel natürlich wieder minimal erhöht. So, läuft die erstmal grundsätzlich frei. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen nachziehen, minimal. Jetzt habe ich also hiermit quasi gekontert und das ganze Teil ist jetzt auf Spannung und die Pinole ist im Idealfall jetzt ohne Spiel. Wie gesagt, Feineinstellung mache ich später noch. Das ist jetzt ein bisschen, muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, bis man das richtig eingestellt hat. Aber so ist das Grundprinzip. So. Bevor wir den Arm jetzt reinbauen, wird er natürlich erstmal komplett gefettet. Hier, dass die Zahnung ordentlich vernünftig geschmiert ist. So, jetzt kann ich das schon bewegen und ich merke schon, die Pinole läuft relativ gut. Rückholfeder holt die also komplett wieder bis nach oben. Das heißt, die hakt hier nicht und wenn die jetzt noch Spiel haben sollte, dann muss ich das hier eben noch fein einstellen. So. Hier sieht man jetzt schon, irgendwann mal sind da Markierungen gesetzt worden, einfach mit dem Stift. So, jetzt haben wir hier unsere Tiefenskala. Die geht von 0 bis 60 mm. Und die sitzt jetzt hier. Und die könnte man sich dann jetzt eben hier einstellen und dann mit dieser Rändelmutter fixieren. Das ist jetzt Linksgewinde. So,
So, draufdrehen. Und das ist jetzt der Zustand, wie ich die Maschine bekommen habe. Das heißt, wenn ich das jetzt hier komplett festziehe, dann ist die ganze Spindel fest, weil die das einfach, ja, komplett, das ist alles aneinander hier und da. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie es im Original sein sollte. Auf jeden Fall fehlt da irgendwas und da habe ich einfach hier, ich will es kurz zeigen, eine kleine Messingunterlegscheibe dazwischen gemacht, dass ich hier einen minimalen Abstand habe und dieses Skalenrad eben nicht hier drauf sitzt, drauf gepresst wird, sondern eben frei läuft. Das sieht dann jetzt so aus. Jetzt haben wir hier halt einen kleinen Spalt, also diese Scheibe müsste man dann nochmal anpassen. Wenn jetzt hier bald die Drehmaschine steht, dann kann ich solche Geschichten schön machen. Und jetzt funktioniert das auch. Wenn ich also das Rad hier drauf drehe, dann kann ich mir jetzt hier die Einstellung machen. Sagen wir mal hier 0 mm bei dem roten Strich. Dann ziehe ich das fest und jetzt blockt auch die Pinole nicht mehr und die Markierung bleibt an der Stelle. Und so läuft das jetzt sauber. Das ist also jetzt erstmal die Kompromisslösung. Wie gesagt, das Maschinchen wurde in der letzten Zeit tatsächlich als Presse genutzt. Das heißt, die haben hier irgendwie ein bisschen auch was umgebaut und da ist nichts weiter mit passiert, als mit der Pinole wurde eine Gummidichtung in einen Kunststoffteil gedrückt. Also quasi eine Vergewaltigung bzw. ein Missbrauch der Maschine als Presse. Und ich denke mal, die haben das da einfach irgendwie umgebaut. Aber so funktioniert es jetzt grundsätzlich. So, und wenn man sich das jetzt hier nochmal genau anguckt, ich habe jetzt die Null auf dieser Markierung und jetzt fahre ich mal runter. Bis zu 50, hätte jetzt also meine 50 mm, jetzt nochmal bis zur 0, habe also meine 60 und jetzt ist aber nicht Schluss, sondern ich kann jetzt nochmal weiterfahren bis auf wieder 8, hätte also insgesamt 68 mm Hub und das ist für die meisten Zwecke ausreichend. Schöner wäre es, einen Hub über 80 mm zu haben, dass man auch ja, 80er Vierkantrohre zum Beispiel komplett durchbohren kann, aber mit 68 mm bin ich zufrieden und das reicht auch für die meisten Fälle aus. So, jetzt haben wir natürlich noch zwei Teile. Das ist hier einerseits der Motor und hier das mittlere Stufenrad, der Vorleger. Und das zeige ich jetzt mal, wie das zusammen funktioniert. Also der Vorleger sitzt hier in der Mitte. Der ist jetzt auch schon komplett entrostet und gereinigt. Hier nochmal ein Foto, wie der vorher ausgesehen hat. Und jetzt ist der wieder sauber. Und das Grundprinzip ist jetzt so, hier unten dieser Nutstein, nenne ich ihn jetzt mal. Der muss natürlich noch draufgedreht werden. So, und dann sitzt das Ganze hier so drin. So, die ursprünglichen Schrauben sehen so aus. Die fliegen natürlich raus. Wie gesagt, Normteile muss man nicht restaurieren, das ist Schwachsinn. Dann nehmen wir einfach neue. Das sind jetzt Edelstahlschrauben. Die können wir jetzt auch direkt festziehen, weil da muss ich eigentlich nicht nochmal dran. Das wird jetzt hier drauf gedreht und dann wird das hier oben nochmal gekontert. Das muss ich kurz festziehen, damit es funktioniert. 19er. So, und jetzt kann ich hier mit dem Rad den kompletten Vorleger festziehen, dass der sich nicht mehr bewegt und wenn ich ihn löse, dann kann ich ihn halt hier in der Führung hin und her fahren und eben hier wieder arretieren. So, und jetzt sehen wir hier beim Hinterteil der Maschine diese Bohrung, da hinten weiter drin sitzt noch eine und da sitzt jetzt diese kleine Welle drin mit der Langnut. Die Nut kommt auf die rechte Seite und das wird jetzt hier so eingeführt und kann sich so hin und her bewegen. Mechanisch haben wir jetzt nur noch ein Teil, was das Ganze in Gang bringt und das ist eben der Motorblock. Und ich bin am Überlegen, ob ich da nicht einfach wirklich einen neuen draufsetze, weil das ist ganz schön viel Aufwand hier, das alles wieder in Gang zu bringen und ein neuer Motor kann ja auch nicht schaden. Das überlege ich mir noch. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern wir haben jetzt hier an diesem Flansch, also das ist nochmal ein zusätzliches Teil, da ist der Motor angeflanscht, sieht man ja. Und dann haben wir jetzt hier diese Welle und die sitzt jetzt hier in dem Fall auch nochmal so drin. Ja, das ist auch noch alles ein bisschen verdreckt. So sitzt sie jetzt da drin. Die Nut wieder nach rechts, das habe ich ja eben schon gezeigt. Dann wird das hier oben festgeschraubt. Und jetzt kann man den Motor dahin bringen, wo er hingehört.
Jetzt habe ich beides einmal einzeln gezeigt, dass man den Zusammenhang versteht. Und jetzt muss ich halt konstruktionsbedingt, weil mir sonst der Rahmen hier im Weg ist, die Welle wird jetzt zuerst reingesetzt. Und dann haben wir jetzt hier diesen Hebel, der wird hier reingeschraubt. Und hier seht ihr diese Nase, die greift jetzt in die Nut von dieser Welle. Man ahnt es also schon, das dient zur Arretierung. Ganz reinschrauben. So, und damit wird jetzt diese Welle hier so arretiert in der Nut und ist natürlich, wenn ich es löse, jetzt verschiebbar. Und das ist das Grundprinzip. So, ein bisschen schade ist, hier fehlt jetzt leider der Knauf, aber manchmal hat man Glück. Den hatte ich noch in der Schublade. M8 passt genau drauf. Als wenn es nie anders gewesen wäre. So, jetzt sieht man hier den Zapfen noch leicht rausstehen. Ich habe den also jetzt arretiert mit dem Hebel und jetzt kommt hier so der Motor drauf. Also komplett auf den Zapfen draufschieben. Jetzt ziehe ich das Ganze nochmal raus, damit man es besser erkennt. So, der ist also jetzt komplett bis auf Anschlag. Jetzt ziehe ich die Welle wieder fest, kann den Motor ausrichten, dass er eben in Waage ist, beziehungsweise in Flucht, ebenenmäßig mit den Stufenscheiben. Jetzt kann man hier die Schraube noch festziehen. Wie gesagt, das muss noch getauscht werden. Wenn ich einen neuen Motorblock vielleicht dran baue oder nur einen neuen Motor, dann mache ich den ganzen Flansch natürlich hier mal richtig sauber und hier kommt dann auch eine neue Schraube rein. Ich will das einfach nur mal zeigen. So, jetzt hatte ich gehofft, dass heute noch die beiden neuen Keilriemen kommen. Hier war leider nur einer dabei. Die sind also unterwegs. Heute sind sie leider nicht gekommen. Ich zeige es jetzt trotzdem mal, muss man sich jetzt halt ein bisschen was vorstellen. Grundsätzlich sieht man jetzt hier, haben wir hier einen kleineren Durchmesser als hier. Das heißt, wir haben hier schon mal etwas mehr Kraft auf dieses Rad. So, warum Flott das jetzt grundsätzlich so konstruiert hat, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht nur, dass ich hier ein bisschen mehr Kraftaufbau habe, sondern hier entwickelt sich natürlich auch nochmal ein gewisser ruhigerer Lauf, weil ich hier vibrationsarm einfach über zwei Wege übertrage. Das kann also sein, dass das auch ein Grund ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hat jetzt auch mit der Verstellung zu tun. So, jetzt nehmen wir mal an, ich würde meine Geschwindigkeit verstellen wollen. Hier wäre sich jetzt der zweite Riemen vorzustellen. Und dann muss ich tatsächlich, so ist es bei dieser Maschine, es ist etwas umständlich, muss ich hier den Hebel lösen, kann dann den Motor nach vorne schieben, dann löse ich hier den Vorleger, schiebe den nach da, kann dann hier den Riemen umlegen, also ich mache es jetzt mal, der wäre dann also jetzt auch so lose, wenn ich den hier nach vorne geschoben habe, dann kann ich den hier umlegen, dementsprechend auf die Geschwindigkeit, wo ich den haben will, in die Richtung natürlich. Und wenn das dann passiert ist, schiebe ich den wieder zurück, kann den hier schon mal arretieren. Das ist auf dem Rollbock natürlich auch doof, weil die jetzt ständig hin und her rollt. So, und dann lege ich mir den Riemen wieder hier auf, beziehungsweise der liegt ja noch, und ziehe den Motor wieder zurück, dass auch der Riemen wieder auf Spannung ist, arretiere das wieder und dann hätte ich meine Geschwindigkeit verändert. So, das ist ja klar, dass das ziemlich mühselig ist und in der Praxis ist es halt so, kleines Werkzeug große Drehzahl und großes Werkzeug kleine Drehzahl. Das heißt, ich werde jetzt nicht bei jedem Millimeter Bohrer, den ich hier wechsle, wirklich akribisch diese Drehzahl einstellen. Das wird irgendwo bei einem Mittelwert bleiben und nur wirklich, wenn es brenzlig wird, dann werde ich das auf jeden Fall nutzen, weil das ist natürlich sinnvoll, dass man die Schnittgeschwindigkeit und die Umdrehungsgeschwindigkeit von den Werkzeugen beachtet. Aber da das hier so mühsam ist, das bremst ein bisschen die Motivation, das drücke ich jetzt mal so ganz vorsichtig aus. Aber das ist das Grundprinzip von der Maschine. Also man muss immer diese beiden Achsen wirklich lösen, dass man es dann halt eben umlegen kann. Ja, und wichtig natürlich bei so einer Maschine ist immer die Rundlaufgenauigkeit. Ich habe jetzt hier mal die Messuhr dran und wenn ich jetzt hier oben mal die Spindel drehe, sieht man hier, dass ich eine Abweichung von 400stel Millimeter habe in der Rundlaufgenauigkeit. So, das sind 400stel. Das ist nicht null, aber es sind auch nur 400stel. Das habe ich eben bei Instagram gepostet. Da faltet mich der Florian von 3x3 Meter direkt zusammen. Das ist zu viel. Hat er ja grundsätzlich erstmal recht. Sollte natürlich nahe null gehen. Aber ich muss einfach sagen, die Maschine ist über 50 Jahre alt. Sie ist ein Geschenk und sie wurde als Presse benutzt. Also von daher, im Gegensatz zu meiner aktuellen Baumarktmaschine, sind das hier Welten. Also das ist für mich jetzt die 400stel in dem Status, wo die Maschine ist. Ist für mich einfach erstmal eine Freude grundsätzlich. Weitersehen kann man immer noch. Das ist jetzt Stand der Dinge. Und ja, 400stel ist immer noch besser als 2 mm. Das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand.
So, die Spannung steigt und zwar auf 400 Volt, aber erst im nächsten Video, dann wird die komplette Elektrik gemacht. Heute haben wir nur den mechanischen Bereich gemacht und das ist jetzt erstmal soweit in Ordnung. Verbessern kann man immer noch, aber ich habe jetzt auch einfach hier für die Elektrik, das Video würde viel zu lang und ich habe noch Teile bestellt, das ist alles noch unterwegs. Ich denke mal, hiermit sind wir jetzt erstmal schon mal einen guten Schritt weiter. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und Kommentare, Ergänzungen natürlich gerne unten reinschreiben. Das ist immer willkommen. Lasst mir mal ein Abo da, dass ihr nichts verpasst. Vielen Dank an alle PayPal-Spender natürlich an der Stelle und an meinen lieben Onkel natürlich, der sich hoffentlich freut, dass es hiermit jetzt endlich losgeht. Dem habe ich das Teil zu verdanken, das wisst ihr ja. Ich freue mich da tierisch drauf, dass die endlich läuft. Und dann sage ich mal, im nächsten Teil geht's weiter. Bis dahin und ciao.